Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, knapper Realsieg dank Doppelpacker Benzema Urheberrecht Getty Images. Nach der 1:2-Pleite gegen Valencia gelingt den Königlichen die Wiedergutmachung. Doch beim 2:1-Sieg gegen Alba bekleckert sich Real Madrid nicht mit Ruhm. Im vierten Spiel seit seiner Rückkehr auf die Trainerbank von Real Madrid feiert Trainer Zinedine Zidane den dritten Sieg. Bedanken kann sich Zizou vor allem bei seinem Landsmann Karim Benzema, der einen Doppelpack geschnürt hat. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker. Beim 2:1-Sieg gegen Underdog SD Alba bekleckerten sich die Königlichen aber nicht mit Ruhm. Alba geht verdient in Führung. Barcelonas Leihspieler Marc Cardona brachte die Gäste im Santiago Bernabéu nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Die enttäuschten Fans verabschiedeten die Realstars mit Pfiffen zurecht in die Halbzeitpause. La Liga-Tabelle, die Kabinenansprache von Zidane zeigte danach aber Wirkung. Nach Wiederanpfiff drängten die Madrilenen auf den Ausgleich. In den 59. Minute wurden die Mühen belohnt, als Benzema nach einer schönen Flanke von Marco Asensio per Kopf zum 1:1 traf. Jetzt das aktuelle Trikot von Real Madrid bestellen, hier geht's zum Shop. Anzeige Real drängt auf den Dreier. Danach fing das Abwehrbollwerk von Alba an zu wackeln und brach in der 81. Spielminute schließlich ein. Nach Vorlage vom eingewechselten Toni Kroos war Benzema wieder zur Stelle. Beide Treffer erzielte er per Kopf. Nach dem 2:1-Erfolg bleiben die Königlichen mit 60 Zählern auf Platz 3, während Alba, 39, im gesicherten Mittelfeld liegt. Spielplan und Ergebnisse DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live. Erzrivale FC Barcelona, 70, liegt weiterhin außer Reichweite an der Tabellenspitze. Für Zidane war es im 100. La Liga-Spiel als Real-Trainer der 71. Sieg bei 18 Remis und nur 10 Niederlagen.